Wir sind in Unterfranken und eine Firma wird demnächst massiv expandieren. Ja, wir sind in einem etwas kleineren Ort, der heißt wie? Wiesentheid. Wiesentheid. Wo bist du geboren? Herbersdorf. Herbersdorf. Ja, das sind 80 Einwohnerdorf und das sind 20 Kilometer von hier. Ja, du bist hier der Chef und die Firma heißt Buschcamper. Buschcamper.com. Ihr sucht Handwerker, Handwerkerinnen, männlich, weiblich, divers, für alle nur erdenklichen Berufe, die mit Handwerk umgehen können. Genau. Also insbesondere sucht ihr Allrounder. Ja, weil bei uns gibt es einfach viel und abwechslungsreiche Tätigkeiten. Wir haben von Kfz-Technik über Möbelbau, über Lackierung, da haben wir alles dabei. Metallbau und, ja, und alles, was handwerklich in die Richtung geht, ob jetzt Gas-Wasser-Installateur, brauchen wir auch. Also wir installieren Gasanlagen, wir verlegen Rohre. Ja, aber das ist halt so. Wir verbauen Tanks, Landmaschinenmechaniker, alles, was in dem Bereich tätig ist, ist bei uns. Kfz-Mechatroniker zum Beispiel. Mhm. Wäre das gut? Ja, Kfz-Mechatroniker. Mhm. Früher war es ja der Kfz-Mechaniker. Schweißer? Auch, Schweißer, Metallbauer. Mhm. Dreher? Ja, mein Metallbauer war Dreher zum Beispiel, der wo jetzt die Kabinen baut. Okay, das ist übrigens alles männlich, weiblich, divers. Innendienst, mhm. Außendienst. Habt ihr das zusammengefasst auf der Webseite ein bisschen? Wird gerade gemacht, ja. Wird gerade gemacht, mhm. So. Buschcamper.com. Jetzt kennt man euch hier in der Gegend noch nicht so sehr. Ihr seid gegenüber der Feuerwehr hier, ihr werdet demnächst umziehen. Ich war auf dem neuen Gelände. Das ist ja schon mal hier eine Riesenhalle, die wir haben. Aber die neue Halle, die wird ungefähr 3-4 Mal so groß? Viermal so groß, ja. Viermal so groß, mhm. Ja. Ihr, ich sag mal, seid super finanziert, muss man sagen. Ihr habt einen zweiten Mann mit an Bord, der das ganze Thema Weltreisemobile schon ewig macht und der als erfahrener Geschäftsmann das Ganze jetzt auf richtig große Füße stellt, was die Prozesse unter anderem angeht. Oder? Auch was im Büro angeht, was Mediengestaltung, alles Vermarktung und deshalb expandieren wir. Wir können auch mehr Fahrzeuge bauen in der neuen Halle und deshalb suchen wir 8 bis 10 Leute und sind auch gern gewünscht. Wir sind ein cooles, junges Team. Bei uns wird alles aus erster Hand weitergegeben. So ist das. Demnächst gibt es natürlich viel mehr Platz. Es gibt dann auch die Möglichkeit, in Teams zu arbeiten. Mhm. Wie viele Schichten werdet ihr fahren? Wir fahren nur eine Schicht. Eine Schicht? Ja, erstmal nur eine Schicht. Momentan Arbeitszeit ist Gleitzeit, also von 6 Uhr bis 7.30 Uhr ist Anfang und dann geht es eben bis 15 Uhr oder 16.30 Uhr. Je nachdem, das kann man ein bisschen flexibel gestalten, muss man heutzutage sein und sind wir auch. Die Werkstoffe, mit denen ihr arbeitet? Metall, Holz, Lack. Alles fahrwerkstechnisch, Reifen montieren, also über die einfachsten Dinge bis hin zu den filigransten, ja. Mache ich hier jeden Tag dasselbe? Nein, das ist, eben nicht. Das ist ja das Tolle, dass man auch selbst improvisieren kann, man kann auch selbst Engagement einbringen, man kann die Prozesse dementsprechend auch durcharbeiten und durchbesprechen, dass das sehr, sehr leicht liegt, das Ganze, und auch gut von der Hand geht. Ja, wir haben neuestes Werkzeug. Das ist mal das Nächste. Also wir haben von den Werkzeugausstattungen ist das alles auf den Mitarbeiter ausgelegt und wird auch dementsprechend ausgelegt. So, wenn jemand, ich sag mal, Tuning-affin ist, ist das eine tolle Geschichte. Ja, also der zum Beispiel sagt, ich möchte gern Fahrwerke neu einbauen. Ja, das ist so, weil einfach da kommt es auf die Fingerfertigkeit an. Solche Tuner, die können schon, ich sag mal, das ein oder andere, wo man erschlernen müsste oder jemand anders. Der Qualitätsanspruch ist dir so, dass du sagst, ich möchte gern so sein. Das hier ist ein Hilux, so wie er vom Werk kommt. Mhm. Erstausrüsterqualität ist, glaube ich, das große Thema bei dir. Ja. Du möchtest eine Qualität bauen. Dieser Hilux wurde von dir umgebaut. Er wird heute an uns ausgeliefert. Der sieht so aus, als hätte den eine Tuner-Abteilung von Toyota selber. Darf man das so sagen? Ja, oder? Das kann man so sagen. Ja. Also das ist so Erstausrüsterqualität, sodass, wenn die Polizei einen stoppt, der sofort sieht, das ist professionell gemacht, das ist einsatzorientiert. Ja, und zweckgebunden, das ist auch so. Also wir machen viele Stunden, wir schauen, dass einfach die Arbeit vernünftig und auch nach rechtlichen Sachen durchgeführt wird. Das ist wichtig. Also hier nicht rummachen. Es werden nur Sachen, die 100% eingetragen werden, TÜV geprüft sind. Ja. Ihr seid dafür haftbar. Ihr seid der Inverkehrbringer der Fahrzeuge, oder? So ist es. Aufbauhersteller und deshalb nehmen wir das ganz genau. So, es wird demnächst richtig rund gehen. Ihr seid in einer Branche, die sowieso schon abgeht. Aber das hier ist ein ganz besonderer Zweig. Das ist nicht die ganz normale Wohnmobilbranche, mit dem Leute zum Beispiel auch einen Stellplatz fahren. Die Leute hier sind in der ganzen Welt unterwegs. Ja, denn wir haben ein Nischenprodukt, darauf sind wir stolz. Und deshalb wird auch nur das Beste an Qualität verbaut. Und da ist auch handwerklich
einiges gefordert. So, die Leute, die sowas kaufen, was sind das für Menschen? Sind das oft ältere, jüngere? Weil die kosten ja schon ein bisschen Geld. Stimmt, aber es ist halt eine Investition fürs Leben. Also 20 Jahre hält so ein Fahrzeug, so ein Aufbau, und ich habe auch kaum Wertverlust. Das heißt, wenn ich eine Panamerika-Tour mache, von Kanada bis ins Feuerland, 60.000 Kilometer, wie auch immer, nach 3 Jahren haben die Fahrzeuge immer noch unheimlich viel Wert, sind wertstabil. Ja, und dann habe ich die Reise meines Lebens hinter mir und kann das Fahrzeug noch für einen guten Preis weiterverkaufen. So, deine Hauptaufgabe ist im Moment der Transfer von Wissen. Ja. Du arbeitest im Moment noch viel mit. Wie geschieht die Einarbeitung? Die kommt eigentlich von mir, das heißt von mir und von meinen langjährigen Mitarbeitern, zumindest die, wo seit 1,5 Jahren dabei sind knapp. Wir haben davor schon angefangen, bevor das Ganze losging, haben wir uns schon eingearbeitet und aufeinander abgestimmt, und da wird einem wirklich alles gezeigt und auch wiederholt, reflektiert. Bei uns braucht man sich nicht schämen, bei uns wird das Ganze ordentlich durchgeführt und ordentlich erklärt. Okay, das heißt, man kann auch schon mal anfangen, ich sag mal, mit recht einfachen Aufgaben, läuft mit. Das ist ja so die Geschichte, genau. Einer guckt drüber. Die Qualitätskontrolle, wie funktioniert das? Die Qualitätskontrolle wird von Bauphasen eben durchgeführt. Das heißt, jede Bauphase wird kontrolliert und jede Bauphase bekommt seinen geregelten Ablauf, und dann werden auch Fehler sozusagen ausgemerzt. Okay, wenn ich jetzt gute Ideen habe, das heißt, mir fallen Sachen auf, sowohl, ich sage jetzt mal, von Abläufen oder man könnte etwas anders machen, werden hier Ideen belohnt? Ja, selbstverständlich. Also Ideen werden belohnt und das Ganze wird mit mir erprobt, und dann gibt es selbstverständlich auch Lob und Anerkennung. So, ja, vielleicht nochmal kurz zur Wiederholung. Du bist sage und schreibe 33 Jahre alt, hast 2 verschiedene Meistertitel. In was hast du? Kfz-Techniker, Meister, also man sagt Technikermeister, und Karosserie und Fahrzeugbau. Du kannst schweißen? Ja, ich kann schweißen. Du kannst Motoren auseinanderbauen? Ja. Du kannst sehr, sehr viel, aber deine Leute, das Team, du wirst nichts ohne das Team, oder? So ist es. Also Team ist wichtig, und vor allem Teamarbeit und immer Weiterbildung ist bei mir an oberster Stelle. So, ihr baut nicht nur diese Fahrzeuge, bringt die in Verkehr, ihr baut zum Beispiel auch Solarzellen auf die Fahrzeuge drauf. Wenn ich jetzt Interesse habe, so ein Fahrzeug selber später mal zu erwerben, bin also schon etwas länger dabei, kann man darüber reden, dass ihr das möglich macht irgendwie? Ja, wenn es terminlich passt und eben auch die geeigneten Mitarbeiter zur Verfügung stehen, dann machen wir selbstverständlich auch Ergänzungsarbeiten, Service, Technik, Fahrwerk, Bremsen, alles, was man braucht, um ein Fahrzeug am Laufen zu halten. Muss man hier viele Überstunden machen? Nein. Was ist Samstag, Sonntag? Auch nicht. Also je nachdem, wie man zeitlich flexibel ist. Okay. Samstag bin ich da und auch einige, je nachdem, wie es mit den Mitarbeitern passt. Und dann kann man das schon, kann man machen, muss man nicht. Ist jetzt kein Trick, kein Zwang, kein Show im Moment. Heute war 15 Uhr Feierabend, um 15.30 Uhr war hier leer. Das heißt, das Ziel ist nicht, Überstunden zu machen, sondern wirklich so viele Leute zu haben, dass die Arbeit auch gut erledigt werden kann. So ist es. Ja, bringt auch nichts, hastig irgendwas übers Knie zu brechen, sondern das muss jeden Tag in aller Frische muss das weitergehen. Ist das so, dass ich mich schämen muss, wenn ich mal Urlaubsantrag einreiche? Überhaupt nicht. Ich bin selbst Familienvater. Ich habe 2 Kinder, mein Jüngster ist 3, der Älteste ist 6. Und ich weiß, wie das ist, wenn man einfach mal spontan frei braucht und wenn man Urlaub machen möchte. Wenn ich jetzt eine Frau bin und ich sag mal, oder ich bin ein Mann, das Kind wird mal krank, du hast selber Kinder? Ja, das passiert. Selbstverständlich ist das überhaupt kein Problem. So, also, liebe männlich, weiblich, diversen, liebe Frauen, liebe Männer, liebe, was weiß ich, wenn ihr handwerklich begabt seid oder ihr seid Allrounder oder ihr wollt einfach wirklich einen coolen neuen Job haben und das Ganze in Unterfranken, 2 Stunden von Frankfurt weg, ja, in der Nähe von Würzburg, 20 Kilometer weg, ja, ich sag mal, dann bewerbt euch doch einfach mal. Genau. Ganz wichtig, Julian, du versprichst mir jetzt in die Kamera, du würdest niemals den alten Arbeitgeber anrufen, ohne dass das vorher definitiv vereinbart ist. Also wenn einer zum Beispiel sagt, den kannst du ruhig anrufen, dann ist das ja vorher so vereinbart. Aber du würdest nicht den einfach mal anrufen und würdest sagen, hör mal zu, Peter, du kennst den vielleicht noch, ja, wie sieht's denn aus? Auf die Gedanken bin ich noch nie gekommen. Also weil mir die Person an sich einfach, ich will, dass man mir was beweist. Ich will selbst sehen, was jemand handwerklich drauf hat
und da kann mir jemand anders sagen, was er möchte. Ich mache mein eigenes Bild. Ist vielen ja wichtig. Die haben vielleicht noch einen Job, die bewerben sich hier. Das Ganze wird extrem diskret beantwortet. Wenn ich jetzt, ich sag mal, jetzt Unterfranken ist ja klein. Jeder kennt jeden so ein kleines bisschen, ja. Und ich bin jetzt wirklich handwerklich gut begabt, arbeite vielleicht bei einem Autohändler noch, will denn mit in das Team rein, in dem ich hier solche tollen Fahrzeuge bauen könnte. Du versprichst mir, der alte Chef wird nicht angerufen. Ja. Der erfährt das gar nicht, dass ich mich beworben habe. Das habe ich gar nicht gekannt, bevor mir du das gesagt hast. Aber also viele denken darüber. Ja, überhaupt nicht. Nein, selbstverständlich, der wird nicht angerufen. So, sehr schön. Ja. Also, wenn ich jetzt Interesse habe, bei wem kann ich mich jetzt, oder kann ich hier mal anrufen, kann sagen, ich bin zum Beispiel der und der, kann ich mal vorbeikommen? Ja, auf jeden Fall. Also keine direkte Bewerbung, wenn jemand nichts vorliegen hat oder die länger ausarbeiten müsste. Manche arbeiten über Jahrzehnte, das würde wirklich lang dauern. Vorbeikommen einfach, anrufen, E-Mail schreiben, das ist gewünscht sogar. So, Julian Mandl, deine Frau ist auch hier mit drin, die macht sogar das HR, muss man sagen, also das Personalwesen mit allem drum und dran. Wie sieht der Bewerbungsprozess aus? Komm vorbei, kann ich mal hier kurz mal reinschnuppern, kann ich mich auch treffen außerhalb der Arbeitszeiten, wenn ich jetzt nicht möchte, dass die Kollegen hier sehen, dass ich hier reinlaufe? Weil die können ja eventuell eins und eins zusammenzählen. Jeder kennt einen vielleicht vom Fußballverein. Oder? Ja, selbstverständlich. Also ich bin normal da bis 16 oder 16:30 Uhr, da ist Feierabend in der Regel. Und wenn nicht, macht man einen Termin aus, kurz anrufen, abstimmen. Der letzte Bewerber war hier, den haben wir übrigens, war heute erst Arbeitstag von Patrick, und der ist gekommen und hat geklingelt und hat gesagt, such die Leute, sage ich ja, und was muss ich hier machen? Dann sage ich, flexibel, was willst du denn machen? Und so hat er dann 2 Wochen später angefangen. So, vielen, vielen Dank, Julian. Buschcamper, ein ganz tolles Projekt. Und wenn ihr mal bitte in YouTube reingeht, gebt nur mal Buschcamper ein. Dann werdet ihr überhäuft von ganz, ganz vielen Videos. Da sind unter anderem auch ganz viele Videos, wo gezeigt wird, was das für Fahrzeuge sind, die dahinter kommen. Das ist eine riesen Community, die weltweit quasi frei unterwegs ist, frei steht, nicht nur Camping macht, sondern die ganze Welt bereist. Globetrotter und Weltreisende. So, vielen, vielen Dank, Julian. Also, auf geht's. Der Rest ist in der Videobeschreibung mit drin. Da findet ihr nochmal die Adresse. Und das Ganze ist hier in Unterfranken. Übrigens auch Menschen aus Oberfranken sind herzlich willkommen. Auf jeden Fall. Das spielt überhaupt keine Rolle. Es war Spaß. Ja. So, vielen Dank. Buschcamper, das Ganze übrigens auch, die aktuellen Stellenanzeigen, denn in Kürze auf www.buschcamper.com. Aber es spielt gar keine Rolle, ja, auch wenn ihr das Video jetzt gesehen habt und euch einfach hier jetzt berufen findet, an dem neuen 3000 Quadratmeter Projekt teilzuhaben, dann einfach melden. Tschüss, Julian. Ciao. Ciao. Ciao.